Stimmt. Seven vs. Wild. Ist gut, dass du sagst. Kommen wir zu dem Thema. Relativ spät jetzt noch nachgerückt. War es für dich überraschend? Es war überraschend, ja. Wirklich überraschend. Weil eigentlich war es nicht geplant, oder? Also ich hatte immer so ein bisschen Hoffnung. Vielleicht fragt er Max und mich, weil ich glaube, er kennt uns halt auch. Ja. Aber dann hat er halt erst Kevin und Rezmann gefragt. Ja. Und dann war bei mir so, okay, ja gut, jetzt ist halt Kevin und Rezmann so als Duo drin. Jetzt wird der nicht noch... Weitere Twitch. Genau, jetzt wird er nicht noch ein anderes Twitch-Duo, was basically dasselbe ist wie Kevin und Rezmann nehmen, ne? Mhm. Und da hat er uns doch gefragt, ich habe mich übel gefreut, also ich freue mich jetzt immer noch. Geil. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie wir es regeln und was wir machen und so, und ich habe richtig, richtig Bock tatsächlich. Hättest du dir den anderen Teampartner gewünscht oder bist du fein mit Max? Ich bin super fein mit Max. Aber ich glaube, das wird eine wilde Nummer bei euch. Wird eine wilde Nummer, wir werden uns übel in die Haare kriegen. Das Ding ist, Alter, ich werde ganz viel Verantwortung übernehmen müssen. Max ist jetzt noch einen Monat in... also ich sag natürlich nicht, wann es stattfindet, aber ich sag so, Max ist ein sehr beschäftigter Mensch. Ja. Mehr als ich, sonst könnte ich jetzt hier nicht einfach mit dir eine Runde rumcornern morgens, auch so spontan. Auf den Mittag. Wo war ich denn geblieben? Max hat viel zu tun, der ist gerade noch in New York, glaube ich. Genau, der ist noch in New York, da bleibt er auch noch einen Monat. Ja. Je nachdem, wann die Folge hochkommt. Wir haben jetzt den 1.6. Die Folge kommt direkt am Folgemontag. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt den 1.6., der bleibt noch einen Monat, also ist der noch einen Monat weg. Danach hat er viel zu tun, wenn er wieder ankommt, weil der kommt ja aus New York, hat nichts gemacht hier. Ja. Und dann muss ich mich halt um viel kümmern. Deswegen werde ich es auch machen. Dementsprechend habe ich extrem viel Verantwortung, was auch geil ist, weil damit kann ich halt auch gut punkten später. Ja. Wenn es halt geil ist, was ich mache, aber ich kriege dann halt auch den Blame, wenn es nicht gut läuft. Ne? Ist halt so. Ist halt High Risk, High Reward, aber ist eine geile Aufgabe. Mhm. Und ich habe übel Bock. Hast du Erfahrung darin? Also warst du mal irgendwie so... Überhaupt nicht. ich glaube, ich habe gute Erfahrung drin, einfach so von so von Tag zu Tag zu leben. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich habe noch nie irgendwas gebaut. Ich habe noch nie irgendwelche Knoten gelernt. Ich habe noch nie einen Fisch gefangen. Ich habe noch nie Fisch getötet. Ich habe noch nie eine Fischreuse ausgeworfen. Aber ihr werdet ja hoffentlich noch vorher auf jeden Fall trainieren. Das ist jetzt die Frage, weil Max hat wirklich wenig Zeit. Also ich werde trainieren, ich werde mich vorbereiten. Ja. Und ich sag mal so, meine Primäraufgabe ist es, für einen Shelter zu sorgen. Für eine Butze. Das ist gut. Dann haben Max und ich eine schöne Butze und da können wir uns reinlegen. Und solange wir nicht nass sind und uns nicht kalt ist, ist eigentlich schon die halbe Miete. Ja. Und dann müssen wir es halt wingen irgendwie. Aber ich glaube, ihr seid von der Statur eigentlich sehr gut aufgeteilt. Du bist das Brain und Max der Golem, der quasi... Der ist der Level 10 Riese. Ja, genau. Das ist auch der Plan wahrscheinlich, dass Max halt einfach losgeht in den Wald. Irgendwelche Sachen schleppt. Sachen schleppt und der bringt sie in die Base und ich nehme sie dann, baue da Sachen. Das ist geil. Das ist so die Aufgabenverteilung, die wir haben werden. Klar, das kostet Max ein bisschen mehr Energie, aber der ist auch groß und bisschen mehr Mana. Hat ein bisschen mehr Masse auf dem Rippen. Und ich denke, wir werden gut abschneiden. Was ist jetzt dein Tipp? Was ist dein Tipp? Ihr seid wirklich, ich meine, es ist im Sommer, ich weiß nicht, wie im Sommer die Temperaturen dort oben sind, in Kanada, Alaska. Weiß man jetzt nicht, was es wird. Zwei Wochen sind angedacht, ne? Zwei Wochen sind angedacht. Was meinst du, wie lange schafft ihr? Zwei Wochen. 100%. Ist das der Call? Das ist der Call. Ich sag, wir brauchen zwei Tage, dann ist unser Base. Wir brauchen vielleicht zwei Tage, dann ist unsere Base Setup. Ja. Und dann ist Urlaub. Urlaub zwölf Tage. Einfach mal Social Media Detox, frische Luft für die Lunge. Geil. Einfach ein bisschen entspannen. Boah, ey. Bisschen um sich selber kümmern, ein bisschen meditieren, in sich reingehen. Ja. Und hast hoffentlich halt nicht verhungern. Hast du Schiss? Ich hab Schiss, ja. Okay. 100%ig hab ich Schiss, es Alter. Grade, es wird gerade so, als wäre so, ja, easy, das mach ich locker, so gar kein Thema. Das Ding ist, es ist gerade, da sind Bären unterwegs, ja. Sowieso. Ja. Ich glaube irgendwie 60% der Bären auf der ganzen Welt sind einfach in Kanada. Wirklich? Ja, irgendwie so ist es. Ich hab, natürlich jetzt, check das nach, komplett ohne Gewehr. Ja. Und dementsprechend laufen da verdammt viele Bären rum und es ist Paarungszeit und die sind kurz vorm Winterschlaf. Das heißt, die sind halt auf Krawall gebürstet, ne? Mm. Die sind halt sauer und ich will halt auf gar keinen Fall, aber ich nehme an, das Orga-Team von Fritz wird uns da nicht in eine Bärengrube schicken. Wäre schon. Nee, das ist richtig, das gehe ich auch von aus. Das Ding ist, wenn die uns nach Alaska schicken, Alaska ist ja USA. Ja.
Und da könnten die uns rein theoretisch auch Waffen mitgeben zur Selbstverteidigung. Das wäre krass. Da denke ich auch immer noch potenziell, drücken die uns einfach zwei Shotguns in die Hand und sagen, Jungs, wenn ein Bär kommt, einfach nimm abdrücken. Mal mit, Alter. Einfach nimm mal mit, ja, mit der Knifte. Wobei, vielleicht hast du das große Glück, dass die Max irgendwie so als Nacktbären noch in ihr Rudel mit aufnehmen und dann seid ihr eigentlich good to go, weißt du, da kann euch eigentlich nicht viel passieren. Da kann nicht viel passieren. Ich muss auch nur schneller sein als Max, ne, wenn ein Bär kommt. Eben, und ich muss schneller sein als der Bär. Ja, eben, weil der holt sich dann eh zuerst Max, weil der mehr dran ist. Prinzipiell könnt ihr auch irgendwie, könnt ihr euch zeigen, wie man so einen Lachs mit der Hand fängt oder so einen Scheiß, weißt du? Ja, der kann uns ein bisschen teachen einfach, so die Bärenfamilie aufnehmen einfach. Das wäre geil, das wär richtig krass. Geil. Bärenbrüder. Meinst du, dein Studium hilft dir ein bisschen weiter in diesen ganzen Ingenieursbaugeschichten? Du hast ja Luft- und Raumfahrt hast du studiert. Luft- und Raumfahrttechnik habe ich studiert, ja. Abgefahren. Im Bachelor? Im Bachelor habe ich fertig, ja. Master habe ich dann angefangen, anderthalb Jahre gemacht. Mhm. Und habe dann hat halt Twitch und so gut funktioniert. Da habe ich gesagt, okay, komm. Ist dann ja, auch egal. Ja, es ist chilliger, macht mehr Spaß, zahlt mehr als ein Studium. Ja, ja. Und ich dachte, okay, komm, dann probiere ich das jetzt mal. Sehr gut. Also, warte mal, dann warst du ja Twitch eigentlich zu der Zeit, du sagst, das Studium hast du schon angefangen, dann war das ja für dich quasi deine Nebentätigkeit während des Studiums. Genau. War es schwer, das alles unter deinen Hut zu kriegen? War schon hardcore, ja. Also, ich habe wenig Zeit mit Freunden und Familie verbracht, definitiv. Stell ich mir auch so vor, weil es wirklich, ich sag mal, es ist jetzt kein Larifari-Fach. Nee, ist es nicht. Da ist ja richtig viel, ist es eher trockene Theorie? Es ist nur Theorie, ja. Ist pure Theorie? Es ist nur Theorie, ja. Also ich habe nicht einmal irgendwas so geschweißt oder einmal irgendwas in die Hand genommen oder so. Ach, krass. Also geht es viel um so Aerodynamik. Ja, Strömungslehre, Mechanik, so Stuff. Wo setzt man dann an, wenn man da quasi fertig studiert hat, wo kann man dann anfangen zu arbeiten? Geht es dann so, kann man irgendwie Lufthansa ins Ingenieursteam oder bei der ESA oder was? Ja, also DLR, ESA, ja. Airbus, krass natürlich, NASA, ja. Nimmt halt, also NASA muss, also so die ganz krassen, so hier, wie heißt das von Elon Musk nochmal? SpaceX. SpaceX, genau. SpaceX und NASA, die nehmen halt nur die richtig guten Leute. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich unten durchgefallen. Aber sonst gehst du halt zu Airbus irgendwie an Bodensee oder so, ist auch eine schöne Location da unten. Könntest du es dir immer noch vorstellen? Ich könnte es mir immer noch vorstellen, ja. Und ich habe auch richtig Spaß daran, einfach Sachen zu basteln und zu machen und zu tun. Das ist wirklich auch immer noch, auch wirklich noch eine große Leidenschaft. Ich habe nicht viel Zeit dafür. Ja. Aber deswegen finde ich auch gerade jetzt geil, dass ich das jetzt halt machen kann im Zuge für Seven vs. Wild. Eben. Da ich kann mir jetzt coolen genau. Content, ein krasses Projekt. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, dass ihr da sauber durchkommt. Was glaubst du, wenn wir schon mal gerade auf die Kollegen zu sprechen kamen, Kevin und Rezmann, was hast du chancenmäßig? Ich sag, die schaffen es auch, weil die auch vom Mindset her wirklich einfach Macher sind so. Mhm. Das würde ich ganz oben mit ansiedeln, weil ich glaube, so vom Kopf her ist das mit das Schwierigste. Ja. Ich glaube, bei 14 Tagen wird auch Essen wirklich ein Ding. Also 7 Tage hätte ich gesagt, okay, 7 Tage ohne Essen mit nur Trinken und vielleicht mal irgendwie so einen Brühwürfel schnabulieren. Ja. Kein Problem, aber bei 14 Tagen musst du dich um Essen kümmern. Das ist, also du kannst nicht 14 Tage ohne Essen auskommen. Nee, außer du liegst dann halt irgendwann nur noch so lethargisch da. Aber das ist, glaube ich, auch die Big Challenge. Das ist wirklich eine Big Challenge, weil man hat ja bei diesen 7-Tagen-Challenges gesehen oder zumindest bei der ersten Staffel, die Leute sind da durchgekommen teilweise ohne irgendwas zu essen. Die haben einfach 7 Tage nichts gegessen. So. Ja, aber jetzt ist es natürlich eine andere Umgebung, anderes Biotop. Ihr habt keine Kokosnüsse am Start. Wir haben keine Kokosnüsse. Okay. Peace. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Der hat gerade so einen Typ mit so einem YouTube-Beutel einfach reingerufen. Aber er hat gesagt, morgen auf Spotify und YouTube, das ist leider falsch. Es ist Montag. Hip-Hop for Life, Rap wieder Rap. Ey, ich sag dir ehrlich, das ist genau so eine Situation, die ich. Wo ich gedacht habe, Bruder, ist es eine gute Idee, draußen den Podcast zu machen. Und jetzt passiert sowas in der dritten Folge. Aber es macht. Die Henkes Corner aus. Wir sind mitten in der Corner, wir sind im Wildlife. Es ist ja. Wir sind bei Seven vs. Wild es gerade. Es ist Seven vs. Wild, es ist Two vs. Corner. Two vs. Corner einfach. Two vs. Cologne. Es ist das Straßenlife hier. Es ist das Straßenlife, Wieland.
Wo waren wir stehen geblieben? Wo waren wir stehen geblieben? Bei deinem Studium und bei Luft- und Raumfahrttechnik und Basteln und so Sachen. Und Seven Worlds Wild waren wir. Und Seven Worlds Wild. Und die Chance von Rezmann und Kevin. Also glaubst, wo glaubst du, meinst du, man unterschätzt euch? Man unterschätzt euch so ein bisschen als Außenseiter? Ich glaube, die richtigen Außenseiter sind Kevin und Rezmann. Ja. Weil die beide sind echt goofy unterwegs. Ja. Also, die ist ja schon auf der Edeltour. Ich glaube, die zwei. Oh, ich weiß nicht, was der große Nachteil ist? Sagen so, ja. Die können nicht Tim anrufen. Die können nicht ja. Tim anrufen. Ich glaube, das Ding ist, das habe ich auch bei Max so ein bisschen die Angst. Mhm. Bei Rezmann nicht so, aber bei Kevin auch schon eher. Bei Kevin und Max habe ich so die Angst, dass die so ein bisschen die Selbstständigkeit verloren haben, weil die nichts mehr selber machen. Weißt du, was ich meine? Das ist meine große Sorge um Rezmanns, ich sag mal, mentales Wohlbefinden, dass du am Ende nach 2 Wochen mit Kevin komplett wahnsinnig zurückkommst. Ja, ja. Ich glaube, ich würde bescheuert werden. Erstmal ist es eine Ausnahmesituation. Edeltour geht noch. Ja, ich glaube, da macht sich schon fuchsig, wenn du den Bengel 24/7 um dich rum hast. Aber dann auch noch in der Wildnis und es ist die einzige Person, die du um dich rum hast, da wirst du doch kirre bei. Ja. Da wirst du doch verrückt. Ich bin bei Rezmann und Kevin, denke ich, bin ich mir echt, ich glaube, das sind die wahren Underdogs. Aber es ist eine geile Position, eigentlich Underdog zu sein. Ist eine geile Position, dann kannst du den Leuten nur beweisen. Ich denke, für die Seven vs. Wild Zuschauer, was auch nicht jetzt unbedingt mein oder die Zuschauer von Kevin, so wahrscheinlich, da ist Überschneidung gering. Ja. Überschneidungsmenge. Sind auch wir immer noch Außenseiter. Mhm. Ich glaube, Knossi und Sascha haben sich gut bewiesen letztes Mal. Ich glaube nicht, dass die... Unfassbar, ich glaube, die sind schon ein bisschen aufgestiegen im Ranking der Autoarzten, wenn die uns bewerten müssen. Yeah. Sonst, ich glaube, Kevin Rezmann ganz unten. Darüber sind dann vielleicht Max und ich. Mhm. Wir sind auf jeden Fall mit auch Außenseiter. Aber es, ich